Ja, hallo, ich bin Merle und ich wollte euch heute einmal ein bisschen was dazu erzählen, wie das so abläuft, wenn sie eine Katze finden. Hier haben wir zum Beispiel unseren Justus, das ist eine Fundkatze und ganz wichtig ist erstmal, dass man schaut, ist die Katze verletzt, ist irgendwas auffällig oder sieht sie erstmal auf den ersten Blick gesund aus. Wenn sie natürlich vom Auto angefahren wurde und wirklich schwer verletzt ist, ist selbstverständlich, dass man mit ihr in die Klinik fährt. Aber sollte die Katze erstmal gut aussehen, dann kann man erstmal schauen, hat die Katze vielleicht einen Besitzer. Dass man mal in der Nachbarschaft rumfragt, ob jemand seine Katze vermisst. Wenigstens die ersten paar Häuser abklappern, wenn es jetzt viele Häuser in der Umgebung gibt. Dass man erstmal ausschließen kann, ob ja, vielleicht jemand seine Katze vermisst und man sie ganz schnell wieder zu dem Besitzer zurückbringen kann. Viele Katzen sind mittlerweile geschippt. Das ist ein Mikrochip unter der Haut, meistens auf der linken Halsseite. Tierärzte oder auch wir im Tierheim lesen diesen Chip immer, wenn ein Fundtier zu uns kommt, aus. Und viele davon sind auch bei Findefix oder Tasso, das ist auch sehr bekannt, registriert und finden dann ganz schnell zu ihrem Besitzer zurück. Was ganz wichtig ist, wenn eine Katze geschippt ist, heißt es nicht gleich, dass sie auch registriert ist. Deshalb muss man als Besitzer darauf achten, dass man, wenn man eine Katze chippen lässt, sie immer gleichzeitig bei Tasso, Findefix oder ähnlichen Organisationen Chip registrieren lässt. Und falls die Katze mal ein paar Erkundungstouren macht, dass sie dann auch ganz schnell wieder nach Hause kommt. Zudem kann man auch, wenn man eine Katze findet, sie gerne zum Beispiel über Facebook teilen. Dafür gibt es Vermisstengruppen. Ob das die Vermisstengruppe in Lüneburg ist oder auch in der Umgebung, wie zum Beispiel Uelzen. Je nachdem, wo die Katze gefunden wird, kann das immer sehr gerne geteilt werden, weil auch darüber häufig die Tiere wieder zurück zu ihren Besitzern finden. Es ist sehr wichtig, dass man die Katze nicht einfach bei sich behält, weil man denkt, ach, die hat doch keinen Besitzer, weil sie läuft jetzt hier rum und niemand kümmert sich. Wichtig ist immer, den Chip auslesen lassen und dass man das Tier nicht einfach behält, weil es gibt jemanden, der das Tier vielleicht vermisst und der dann auch das Recht hat, das Tier zurückzufordern. Weil wir würden uns natürlich auch wünschen, wenn unser Tier wegläuft, dass es auch immer wieder nach Hause findet und es nicht einfach von irgendwem anderes behalten wird. Und man sollte es immer von zwei Seiten betrachten. Der Besitzer hat ein halbes Jahr das Recht, das Tier zurückzufordern. Das heißt, selbst wenn ein Tier bei uns in die Vermittlung geht, weisen wir immer darauf hin, dass es immer noch irgendwo einen Besitzer geben könnte, wenn das Tier gefunden wurde. Und viele Besitzer sagen dann auch, okay, das Tier ist jetzt gut bei Ihnen angekommen, es darf bei Ihnen weiterleben, aber er hat halt einfach das Recht, das Tier zurückzufordern. Und das muss man halt immer dabei bedenken.